Dann kommt dieses wirklich harmlose Lied, dass da Staatsfeind die Hetze sein soll. Plauderreihe zum 1. Mai. Ach, ich bin einen halben Ton zu tief gewesen, entschuldigen. Die folgende kleine Plauderei passierte am Vortag des 1. Mai. Ich kannte ein Mädchen mit rotem Haar, das zog mich fort in die Mokka-Bar. Darin gab es Sessel, die konnte man drehen, und die Kellnerin war auch sehr schön anzusehen. Eine Frau mit Papier unterm Arm, ziemlich fett, doch gemütlich, rief: Leute, guf die AZ! Abendzeitung. Sag Mädchen, weißt du, wo es die Zeitung gibt, in der die Wahrheit ganz ungetrübt ihr Lächeln uns in die Gesichter webt und vor uns kein Zeigefinger sich hebt, um uns mit dem Schmutz unter Nagel zu speisen, uns zu manipulieren und zu beschützen vor Pornografie und politischen Witzen, vielleicht auch vor uns und der Demokratie. Komm Mädchen, schluck deine Antwort runter mit Gin. Guck, die Häuser, sie werden bunter, sie sind mit Sprüchen und Fahnen beflaggt. Die Stadt trägt ein Festkleid, vorher waren sie nackt. Aus Rundfunkgeräten klingt Kampfgeschrei, denn morgen feiern wir 1. Mai. Mit Blasmusik, Alkohol und Hip Hurra, die Revolution ist wieder da. Wenn auch nur für einen einzigen Tag, in unserer Rhetorik ist das nicht die Frage, die liegt in den Werten der Produktion und der Mitgliedschaft der Vereinten Nationen. Hey! Siehst Mädchen, du hinter der Kaffeemaschine, die Kellnerin macht eine gute Miene zum bösen Spiel, das der Chef mit dir treibt, der mit der Hand an ihr hängen bleibt. Hey Fräulein, bring sie noch mal zwei Gin. Die Kellnerin dankt, stellt die Gläser hin. Nun Mädchen, worauf stoßen wir an? Na, auf den 1. Mai und auf uns, denn auf uns kommt es an. Der Gerulf kann das ganz gut verbergen, aber ich kann es nicht so gut. Wir kommen ja nur nach Sachsen. Und ich habe es doch gemerkt schon. Es ist uns manchmal passiert, in Berlin und in anderen nicht sächsischen Gegenden, dass die Leute uns scheel angesehen haben. Das hat seinen guten Grund. Die haben nämlich die Nase voll vom Dialekt, weil die ganze Bürokraten-Polit-Szene mit Sachsen durchsetzt ist. Aber andererseits sollte man dabei nicht vergessen, dass natürlich im sächsischen Raum eine Menge Leute, Arbeiter, gerade dort viele Arbeiter, sächsisch sprechen und sich sehr gut verstehen. Und der Gerulf hat... Gerulf hat ein Lied geschrieben über die Leipziger Messe und in dem Tonfall, wie sich die Leute dort darüber unterhalten. Also erschreckt nicht, das Lied wird in Sächsisch gesungen. Das ist in Sächsisch. Okay.